Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Subsistence. Ja, ich habe mir gerade schon hier den Dung rausgenommen. Und wir haben ein Ei, das kommt erstmal fix in den Kühlschrank. Und dann habe ich mir einen Dietrich gemacht, ne, den wir in dieser Folge hoffentlich gut verwenden können. Was Nützliches finden in der Lockpick-Kiste. Das wäre natürlich eine feine Sache. Hier habe ich gerade schon den Biokraftstoff rausgenommen und nehme die Asche noch mit. Dann gehen wir mal oben gucken. Nach den Beeten. Nehmen uns gleich noch ein bisschen Wasser mit. So, den Generator habe ich auch gerade wieder angemacht. Der ist zwischendurch ausgegangen. Gut, wie sieht es denn hier aus? Wasser ist drinnen. Machen wir hier gleich erstmal die Asche rein. So, hier haben wir alles voller Tomaten. Das teilen wir hier auf jeden Fall mal auf. Ja komm, Tomaten sind sehr, sehr wichtig. Also machen wir auf jeden Fall hier was rein. Gut, und dann haben wir ja bloß noch das Beet hier. Ja, hier würde ich jetzt zwingend vielleicht erstmal nichts reinmachen. Obwohl. Ja komm, wir tun es. Wir machen das Beet hier auch. Startklar, dass es gedüngt ist. Und dann gucken wir mal, ob wir uns eventuell noch ein paar kleine Teile machen können, bevor wir losgehen. Also sprich Elektrozeug, ne, Kondensatoren und eben hier die Halbleiter. Halbleiter haben wir noch. Rennt hier schon wieder einer rum? Und hier, da machen wir uns einen Halbleiter auf jeden Fall auch noch. Da könnten wir uns eigentlich gleich noch ein bisschen was machen. Hier schon wieder einer rum. Da ist er. Da ist er, Leute. Den versuchen wir uns zu holen. Denn der Checkoff meinte, die haben meistens Waffenteile, die Angler, ne? Der bleibt mal stehen. Oh. Okay. So, da müssen wir natürlich dann auch mit einem Gegenangriff rechnen, aber wir schauen mal, ob der Waffenteile hat. Das wäre natürlich eine feine Sache. Die können wir nämlich auf jeden Fall gebrauchen, ne? Denn wir müssen uns ja den Bogen machen auf jeden Fall und eben die Waffen auch verbessern. Wo ist denn jetzt der Rucksack? Wo war denn der? Der war hier hinten irgendwo, ne? Hallo? War doch hier hinter dem Felsen links, ne? Auf der linken Seite. Oder hat er hier irgendwo gehockt? Ah, da liegt er ja, ne? Jawohl. Leider keine Waffenteile. Aber Pump-Munition ist natürlich auch nützlich und Zahnräder werden wir auch noch reichlich gebrauchen können.
Ja gut, aber das war jetzt wahrscheinlich der Vorführeffekt. Die Chance soll hoch sein, dass sie eben Waffenteile auch haben. So, die Pump können wir gleich mal bedienen. Rein damit, haben wir da eigentlich noch ein paar? Nee, ne? Aber wir haben noch Gewehrmunition. Gut, eine kann zurück. Die auch durchgeladen wieder. Gut, okay. War hier noch was drin? Nein. Okay, wie sieht's aus? Wir brauchen auf jeden Fall Veggie und hier haben wir jetzt erstmal nichts. Gut, wir werden erstmal nicht so weit weggehen hier, ne? So, hier haben wir jetzt 3 und 3. Machen wir uns auf jeden Fall von jedem noch mal eins. Wie viel brauche ich für die Platine? Da brauche ich von jedem 3. Komm hier. Jetzt haben wir keine Masse mehr, okay. Gut, dann bleiben wir auf jeden Fall erstmal hier in der näheren Umgebung. Holen uns auf jeden Fall erstmal Holz, damit wir den Ofen nachlegen können. Gut, ich habe glaube ich auch noch was in der Kiste, ne? Aber das will ich ja nicht unbedingt nehmen. Das will ich ja noch auf Lager behalten. So weit wie möglich. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell noch eine Lockpickkiste finden. Vielleicht haben wir ja mal irgendwann Glück mit Waffenteilen. Ach ja, und ich habe vor der Folge auf jeden Fall noch die Gesamtlautstärke ein bisschen runter geregelt, ne, damit, das war in der letzten Folge ganz schön laut. Denke mal, dass sich das auch ein bisschen verstellt hat, dadurch, dass das Hauptmenü zurückgesetzt wurde. Da hatte ich ja schon die Vermutung, dass da irgendwie was mit einem neuen Update im Busch ist, aber bei Steam habe ich persönlich, also ich habe vor der Folge jetzt gerade noch mal geschaut, ich sehe da noch nichts, dass da irgendwas steht. Das letzte, was da steht, ist das große 62er Update, ne? Aber mehr ist da nicht. Also nichts zu erkennen. Momentan noch nicht. Wenn einer von euch da ein bisschen mehr drüber weiß, dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommis schreiben. Da ist ein Wolf. Und da ist eine Tasche, die wir uns snacken. Gut, jetzt bin ich schon wieder am Wegrennen hier, aber können ja auch wieder zurückgehen. So, nehmen wir uns noch ein bisschen Holz mit und legen dann den Ofen erstmal nach, damit wir uns da keine Sorgen machen brauchen. Die Pfeile, die habe ich mir jetzt erstmal aus der Kiste genommen, die ich noch gelagert hatte, 16 Stück. Komme ich das Hühnchen? Wo ist denn das jetzt? Hühnchen! Hühnchen? Hm, hier versteckt sich es auch nicht. Okay. So, ein bisschen Fasern mitgenommen. Alter, das hat sich hier getarnt. Gar nicht so blöd, ne? Ich hab Haufen Wasser mit. Okay. Gut, das ist schon mal geregelt. Bär wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Besten Level 3. Ja genau, dann machen wir uns jetzt nach und nach ein paar Elektroteile. Und dann gucken wir, dass wir uns zeitnah wieder
Stromproduzenten machen. So, ich habe auch vorhin mal in Bora geguckt in der Nacht, als noch Nacht war. Und da haben wir jetzt mittlerweile 25 mal Kupfer drin. Das lassen wir noch ein bisschen laufen erstmal. Welches Level der Bär hat? Level 3, ne? Könnte man eigentlich ins Ohr fassen. Natürlich wieder aufpassen, dass wir nicht in irgendein Lagerfeuer reinrennen hier. Da zwei Taschen hier, ne? Der hat wohl keine Lust mehr, da kommt er, ne? So ein Faulpelz! Alter, kommt der gar nicht? Und ich sollte auf meine Ausdauer achten. Die lassen wir jetzt erstmal schön hoch generieren. So. Das hätte nämlich auch schon wieder schief gehen können, wa? Hätte mal wieder ein Level 4 Bär gehabt. Lol. Was war das da vorne? Nächste Level 3 Schwarzbär. Den möchte ich nicht. Ja, gar nicht. Oh, oh. Ja, komm, Ausdauer hoch mit dir. Wir sind übrigens im Mai, ne? Schon wieder. Oh, nee. Ich glaube, der kommt gar nicht, wa?
Gut, wir haben ja gleich das Wahres. Schauen wir mal, was er für uns bereithält. Ja, 5-mal Fett, ne? Da können wir uns nicht drüber beklagen. Einmal Fleisch, einmal Leber. Leber haben wir jede Menge zurzeit. Aber wir ernten ja bald Zwiebeln, ne? Da können wir uns jede Menge Leber mit Zwiebeln machen. So, jetzt halten wir nochmal Ausschau nach einer Lockpick-Kiste. Gehen mal am dicken Baum auch vorbei. Und ich denke mal, abend kommt bestimmt der Gegenangriff. Wäre natürlich cool, wenn wir noch ein bisschen Pump-Munition hätten. Und vielleicht auch ein paar Federn für Pfeile, ne? Das wäre natürlich eine feine Geschichte. Bisschen Hühnchen wäre nicht schlecht. Oder auch ein Specht. Jawohl. Ich nehme mal eine Wasserflasche, um mir die Pfoten zu waschen. Meinen Schutz habe ich an, ne? Genau. Wir haben uns ja auch ein neues T-Shirt gemacht. Ein besseres. Irgendwo schießen sie hier, aber das ist ein bisschen weiter weg. Hier ist nix. So, ich werde mal wieder noch ein bisschen weiter hier runter gehen. Denn hier haben ja noch ein paar Taschen gestanden. Ne? Vielleicht stehen die ja noch da. Aber so wie es aussieht, sind die wohl nicht mehr da. Was soll's?
eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf, ne? Ja, die Ausdauer ist nicht so besonders, weil sicherlich wegen der Veggie-Leiste, ne? Weil wir da nicht besonders gut aufgestellt sind. Ja gut, jetzt haben wir immer Fett mehr, aber auch eine Schrotpatrone weniger. Jesus. Ja, ich und die liebe Ausdauer, ne? Wir waren schon immer Freunde gewesen. Mal die Pfoten, dann können wir gleich noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Gut, gut. Was ist denn das dort? Ach, das ist ein Felsen, oder? Ja, das ist einfach ein Felsen. Ich dachte gerade, da steht irgendwas Merkwürdiges. Guck mal hier, zwei Erze nebeneinander, die werden wir mitnehmen. Tja, kein Lockpick-Loot. Aber gut, das ist ja meistens so, ne? Wie soll das auch anders sein? Wir sind es ja gewohnt. Wenn du den Dietrich mit hast, findest du nichts. Wenn du keinen mit hast, stolperst du natürlich drüber. Aber gut. Dann eben mal einen anderen Tag. Einen anderen Tag. Kommen wir schon hin, ne? Das bekommen wir schon hin, Leute. Gar kein Problem. Was läuft noch mit halber Gesundheit rum? Ist das ein Reh gewesen?
Ja, weil es ist ein Reh. Wo ist es denn jetzt hingespecht? Nee, das ist ein Bär. Ah, jetzt wird's dunkel, ne? Da ist es. Lagerfeuer sehe ich erstmal keins. Na, dann holen wir uns das doch noch. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen, ne? Wenn es uns schon so leicht gemacht wird. Ist wieder im Wasser gelandet. Ich hoffe, hier ist nirgends doch noch ein Lagerfeuer. Was ja im Wasser immer sehr wahrscheinlich ist. 10-mal fett. Schöne Ausbeute, Tagesausbeute. Da kann man sich schon drüber freuen. Bin ja schon weg. Will das Hühnchen gar nicht haben. Gut, dann gehen wir jetzt nach Hause mit unserer schönen Ausbeute und gucken mal, ob wir einen Gegenangriff bekommen. Ja, wir brauchen auch Proteine. Wir brauchen Proteine. Gut, das erste Hühnchen ist Level 9. Gut. Erst, na, warum mache ich einen Steg hier rein? Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja eigentlich Quatsch. Da können wir uns ja lieber Steak mit Ei machen. Das Fett muss ich reinmachen, ne? Muss ich nicht, aber ich kann. So, hier haben wir gleich immer Steak mit Ei. Das werden wir gleich mal snacken. Let's go. So, dann können wir uns hier mal... Komm, eigentlich können wir alle 5 nehmen, dann brauchen wir 10 Eier, ne? 10 Eier. Ist natürlich mit dem Strom jetzt so eine Sache, ne? Komm. Aus. Okay, wir brauchen auf jeden Fall schnell Biokraftstoff. Wir müssen ganz schnell den Generator anmachen. Der Kühlschrank läuft noch. Gut. Dann gucken wir hier mal. Ziehen wir uns auf jeden Fall mal eine Leber rein, weil die bringt ja auch gleichzeitig Veggie. Ja, gut, das lassen wir erstmal gut sein. Dann können wir, wenn wir Zwiebeln ernten, uns wieder Leber mit Zwiebeln machen. So, hier ist erstmal noch nichts zu erkennen, ob hier irgendwas passiert. So, Leute, dann würde ich sagen,
dass wir hier an dieser Stelle Feierabend machen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ne? War auch ein bisschen spannend wieder, ne? Mit dem Wolf jetzt gerade vor allen Dingen. Hätte in die Hose gehen können, aber ich habe dann doch noch gecheckt, was Lage ist, was Phase ist und naja, dementsprechend gehandelt. Also sind wir noch mal glimpflich davon gekommen. Und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Ne? Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, um nichts Neues zu verpassen. Wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier auf dem Kanal und rund um den Kanal passiert, informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles ist für dich völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Na? Bis dahin, ciao, euer Jens.